Also ich muss schon sagen, bis jetzt gefällt mir Enderal sehr gut. Huch, es geht schon wieder weiter. Ich wollte gerade erzählen. Ich muss sagen, Enderal ist krass. Also es ist so komplett anders als Skyrim. Das habe ich mir schon gedacht, aber dass es irgendwie so komplett anders ist, das irgendwie, finde ich, erwartet man dann doch nicht. Und ich muss auch sagen, von der Story her, wobei wir von der Story jetzt ja auch noch nicht so viel gehört haben, aber von der Story her, wie es jetzt momentan ist und auch von der Grafik und von der Soundqualität und so alles, ich finde es richtig schön. Halt, Maesair. Hinter diesem Punkt sind nur Hüter des Ordens oder Personen mit ausdrücklicher Genehmigung zugelassen. Wer seid ihr und was führt euch zu diesem heiligen Ort? Geschäfte. Ich bin Jesper Dalvarek und arbeite für die nerimesischen Magier. Ach, richtig. Der Söldner. Und wer ist eure Begleitung? Maritia de Luna aus Ostia, erhabene Inhaberin von de Lunas Imperium der zarten Düfte, der angesehensten Parfümerie Vince. Erzmagister Merayil beauftragte mich, sie hierher zu eskortieren. Hat er euch nicht informiert? Der Erzmagister? Aber, gut, das sieht ihm ähnlich. Ihr dürft passieren, aber zollt diesem Ort den Respekt, der ihm gebührt. Auch ihr, Madame de Luna. Madame de Luna? Darauf habt ihr mein Wort, schöne Frau. Habt Dank. Ich glaube nicht, dass ich mich Madame de Luna genannt habe. Aber naja, wir schauen erstmal weiter. Hier geht's hoch. Und hereinspaziert in den Sonnentempel. Mal schauen, was uns dort erwartet. Natürlich außer einem Ladebildschirm. Das lief ja besser als erwartet. Maria de Lunas Imperium der zarten Düfte? Hey, es hat funktioniert. Keiner wird jemanden verdächtigen, der bereits im Tempel ist. Mein Auftraggeber ist im Chronikum. Halte dich von den anderen Gebäuden einfach erstmal fern. Den Rest improvisieren wir dann. So, jetzt vielleicht ein paar Worte darüber, wohin ich dich eigentlich bringe. Mein Auftraggeber heißt Konstantin Funkenschlag und ist einer von Narazul Arantheals ehemaligen Magiern, die der Großmeister hier aus Nerim mitgeschleppt hat. Einer der ehemaligen Erzfeinde des Ordens also. Du wirst sehen, er ist ein richtig sympathischer, sanftmütiger Kerl, weshalb er sich hier auch so gut einfügt. Plus, er versteht eine Menge von Magie. Auch die Sorte, die für die heiligen Hüter hier nicht brav genug ist. Deswegen hoffe ich auch, dass er weiß, was es mit deinem Fieber auf sich hat. Also, komm mit. Okay, los geht's. Etwas segne Großmeister Arantheal, aber wohin soll das nur führen? Ich weiß, was du meinst. Auf ins Chronikum. Und hier entlang. Die Treppe hinauf. Ah, schreite wohl. Hast du einen Augenblick? Schreitet wohl. Natürlich, worum geht es? Schreitet wohl. Der Erzmagister hat mich beauftragt, mehr über den pyräischen Bürger. Ja, das Mist, verdammter. Ich kann das einfach nicht glauben. So, da wären wir. Warte. Ihr macht das vollkommen falsch. Ich bin doch nur vorsichtig. Gar nichts wissen wir! Herr damit! Er war ein Aufsteiger. Okay. Himmel, Arsch und Zwirn! Ach, das kommt davon, wenn man Stümper ans Werk lässt. Unzuverlässig und dumm, das sind sie alle. Messer Funkenschlag? Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr hattet mich beauftragt? Der Magister, wisst ihr nicht mehr?
Stimmt, ja, Josef der Strauch. Unzuverlässig. Und was unzuverlässig ist unzuverlässig Erfolg? Und das sind sie alle. Jesper ist mein Name. Und ja, hatten wir. Ich... Vor ihr erklärt mir erst einmal, wann ich euch gestattet habe, eure Bettbekanntschaften hier hochzuschleppen. Soll ich euch noch einmal die Bedeutung der Worte streng und vertraulich erklären? Ihr könnt mir sicherlich eine ganze Menge erklären, aber vertagen wir das lieber auf später. Das schöne Fräulein hier braucht nämlich dringend Hilfe. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber? Was geht mich das bitteschön an? Sollen sich die Hüter mit ihren heiligen Ritualen doch darum kümmern? Und überhaupt, warum das alberne Kostüm? Diese Frau hier ist besonders. Die Magie in ihr ist ungewöhnlich stark. Und außerdem ist sie Fremdländerin. Sie kommt aus Nerim, genau wie ihr. Ah. Hm. Na schön. Der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen Götterlämmchen zusammenzuarbeiten, bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv. Der Stuhl da hinten setzt euch hin. Ich sehe mir das mal an. Okay. So. Das wird jetzt ein wenig kitzeln. Alles klar. Tatsache. Das fühlt sich wirklich seltsam an. Vielschichtig. Und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Erzählt mir, was passiert ist, und zwar alles. Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Wie genau funktioniert Magie denn nun eigentlich? Was hat es mit diesen Eventualitäten auf sich? Bei allem, was recht ist, ich werde jetzt nicht den Tutor für euch spielen. Wenn ihr etwas über Magie lernen wollt, dann lest etwas von Balidor Goldenstein. Er... Der Blick auf das Meer der Eventualitäten. Neben der Realität, die wir gerade erleben, existieren unendlich viele andere, in denen jeder erdenkliche Zustand vorhanden ist. Dieser Raum mit den exakt selben Leuten. Bloß, dass Messer Funkenschlags Bart brennt beispielsweise. Was einen Arkanisten ausmacht, ist, dass er diese Realitätszustände, diese Eventualitäten, zeitgleich zu den unseren sieht und sie teilweise wahr werden lassen kann. Sieh mal einer an, Yusuf. Ihr überrascht mich. Dafür werde ich bezahlt. Wie mächtig ein Arkanist ist, hängt von drei Dingen ab. Welche Eventualitäten er sehen kann, wie gut er sie Wahrheit werden lassen kann und wie gut er zwischen unserer Realität und den Eventualitäten unterscheiden kann. Aber wie bereits erwähnt, lest euch ein. Ich habe keine Lust, meine Zeit mit Unterricht zu vergeuden. Und diese Kuppel auf dem Meer? Jedes Mal, wenn ich einen dieser Steine berühre, habe ich das Gefühl, mich an etwas zu erinnern. Das ist vermutlich ein Zeichen, dass ihr weniger Friedenskraut rauchen solltet. Talent und Können, ob nun magisch oder körperlich, entwickelt man nicht durch irgendwelche Erinnerungen, sondern durch harte Arbeit. Auch wenn uns dieses hirnverbrannte endraleische Gerede von dem Pfad und einer Vorherbestimmung was anderes vormachen will. Aber diese Visionen, ich habe sie mir nicht eingebildet. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt? Alles beginnt mit den Träumen. Was zum... Himmel, Arsch und Wolkenbruch! Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ihr, munter rumgrapsen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, an den Groschendieb wie euch anzuheuern. Sashiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealor Arantheal hierher geführt haben. Oder, Messer? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen.
Was? Ist das wahr? Das stimmt tatsächlich. Aha. Dann, diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen. Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Ein gleißendes, grelles Licht, verbrannte Körper und lauter Stimmen. Gut, ich... das ist seltsam. Aber wie dem auch sei. Jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts, wenn ihr in ein paar Monden die Radieschen von unten betrachtet. Und wie bekommen wir sie unter Kontrolle? Tja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten, die ihr nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Dieses Ritual, das die Endralea benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Im Grunde genommen bedeutet das, für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditation, fades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Mit der Zeit lernt der Arkanist dann die Kräfte in sich zu kontrollieren, woraufhin das Fieber immer weniger wird und teilweise sogar verschwindet. Je nachdem, wie sehr ihr auf euren Geist achtet. Wir Nerimesen kennen jedoch eine Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen. Eine Abkürzung, wenn ihr so wollt. Ich selbst beherrsche sie zwar nicht, aber eine andere von uns. Sie heißt Lashiri und ihr solltet sie so schnell wie möglich aufsuchen. Eine Abkürzung? Hat es nicht einen Grund, dass dieser Gang zum Wasser so lange dauert? Ja, und der Grund heißt Rückwärtsgewandtheit. Nicht mal die Scientia Sinistra dürfen die Arkanisten hier lesen. Aber bitte, wenn ihr Lust auf ein Jahr Askese und einen Eintrag im Register, mit dem man übrigens jederzeit euren Aufenthaltsort auf ganz Winn einsehen kann, habt, dann tut es. Mir ist das egal. In Ordnung. Wo kann ich diese Lashiri finden? In einer Ruine namens Alt-Raschengrad, unweit von Ark. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und gebt mir mal eure Karte. So, jetzt müsst ihr schon arg blöd sein, um die zu verfehlen. Am besten ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein. Was für ein Kauz, nicht wahr? Aber irgendwie mag ich ihn. Hier, das bin ich dir für deine Hilfe noch schuldig. Und falls du mal Lust auf Gesellschaft hast, komm einfach im Tanzen der Nomaden im Fremdenviertel vorbei. Da werde ich mich bis auf Weiteres einquartieren. Also, viel Erfolg beim Meistern der Magie, mein schönes Fräulein. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns, würde ich sagen. Während der Haupthandlung Enderals habt ihr die Möglichkeit, eure Beziehungen zu verschiedenen Charakteren zu vertiefen. Folgt dazu den jeweiligen Quests. Und Obacht! Die Missionen sind nicht ewig verfügbar. Schreitet die Haupthandlung zu weit voran, bleibt der Handlungsstrang mancher Charaktere verborgen. Okay, also immer schön erst die Nebenquests machen und dann die Hauptquest. Kauft Teleportrollen bei Händlern, um euch schneller durch die Spielwelt zu bewegen. Das klingt nicht schlecht. So, wo ging es hier wieder runter? Hier. Glaube ich zumindest. Ah, doch, hier ging's lang. Und hier geht's wieder raus in den Sonnentempel. Ich hoffe, es ist nicht abgestürzt. Aber es ist eben ja auch schon nicht abgestürzt, deswegen... Ich bin mir sicher, es wird gleich der Ladebildschirm auftauchen und dann ist wieder alles gut. Also bitte, Spiel. Bitte. Komm schon. Tu mir das nicht an. Danke. Danke, Spiel. So, was ist genau jetzt unsere Quest? So, wir haben hier verschiedene Quests bekommen. Wellenzähmen. Optional den Wegweiser im Sonnentempel benutzen. Optional den Myraden für den Flug ins hintere Herzland benutzen. In Alt
Rashingrad mit Lashiri treffen. Und diese Quest besagt, Jasper im tanzenden Nomaden aufsuchen. Sagen wir, machen erstmal hier weiter mit dem Wellenzähmen. Da ist ja auch schon der Wegweiser. Wobei, ich muss sagen, ich würde auch gern mit dem Myraden fliegen. Guck mal eben auf die Map. Der ist doch... Hier ist der genau. Ich glaube, das machen wir. Hier hinten müssen wir hin. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Enderal, die große Skyrim-Mod. Genau. Und damit würde ich sagen, viel Spaß bei irgendwelchen anderen Videos von mir. Und wir sehen uns im nächsten Video.